Machen, kann sie nicht verwenden. Ja, ich hab's auf die gleiche Stelle gesetzt wie dir, du deins. Ah. Ja, und während man am Bonfire sitzt, ist man sicher vor Invasions, glaube ich. Oder man müsste es sein. Und so vermeidest du, wenn du dann jemand helfen willst, dass du invaded werden. Weil das Problem hatten wir schon häufiger. Da wollten wir gerade uns gegenseitig helfen. Dann kam ein Invader dazwischen. So, jetzt geht's bei dir an Dragon Rider. Ja, und wir haben den Ring mit Namensgravur, damit man einfach ist, für uns zu helfen. Dann nehmen wir wieder den. Oh, der hat aber viel Leben. Ja. Bin ich jetzt der einzige Nahkämpfer von uns? Anzeigen. Ja, bin ich auch. Ja, wieso mache ich gerade ein Shield-Bash? Kann sein, dass jetzt noch mal einer kommt, ein Player. Nochmal einer mit so viel Leben. Was machen die, um so viel Leben zu bekommen? Immer schön winken zu denen, wo neu sind. Hat er schon die Lucatil gekillt? Anscheinend. Ah, der Quest machen wir lieber fertig. Ja. Und unsere andere Marke, der liegt da drin schon ganz schön los. Der liegt mit beiden an. Heide Neid, ich komme. Irgendwie ich gefallen an der Waffe. Die haut so schön rein. Ja, ich habe noch nie mit so einem Knüppel gespielt. Das ist das erste Mal. Sonst immer spiele ich mit dem Zweihänder. Lässt ihr den in Ruhe? Wo schon mal Heide Neid? Ja, ich war mal zu viert da drüben auf der kleinen Insel da. Haben wir zu viert auf den Heidenheit rumgehauen. Da hat man Glück, dass keiner gestorben ist. Genau. Unser einer Mage, der ist irgendwie im Nahkampf. Irgendwie schon. So, der war jetzt wieder weg. So, Pflicht erfüllt. Kann man sie umbringen. Flatsch. Da kriegen wir noch unser Zeichen der Treue. So, und jetzt gehen wir nach Nomen's Wharf. Das sind es Piraten oder wie soll man die nennen? Ich glaube, eine Mischung aus Piraten und Wikingern. Tatsächlich sowas.
Aber jetzt erstmal mache ich den Weg frei zum Jägerhain. Dass wir den dann haben. Und dann level ich auf. Weil der Weg, der kostet 2000, ja. Fahrt beginnen. Ja, und da kommt so ein neuer Weg auf. Zu einem neuen Area. Na, was ist denn nun oder Licht? Na, rötliches Wasser. Das gibt dir, glaube ich, mehr Zaubersprüche wieder und Leben. Das wäre was für dich also. Na, könnte man vielleicht mal später dann haben. Ich glaube, jetzt am Anfang noch nicht. Da soll ich sie aber mal hielig. Behalte es erstmal. Dann behalte ich's. Ja, und du kannst nur aufleveln bei der Dame da. Und dann erstmal da auf 20. Auf 10. Dann machen wir Bogen hoch. Jetzt kann man wenigstens den Kurzbogen verwenden. Da kann man so machen. Na, den kann man da nicht güten. Jetzt kaufen wir uns nochmal für die Seelen jetzt Pfeile. Dann machen wir erstmal Eisenpfeile. Na stimmt ja, man hat mehrere Seelen noch zum Poppen. Die kann man mal verwenden. Die vom Dragon Rider behalte ich mal. Vielleicht hole ich mal ja den sein Bogen. Ja, eins mehr auf ADP. Ja, und dann treffen wir uns unten in No Man's Wharf, oder? Können wir machen. Ja, wer kommt dann zuerst zu wem? Kannst vielleicht zu mir kommen. Ja, können wir machen. Ja, und wollen wir denn den Pharaoh's Lockstone verwenden, um Licht zu machen, oder lieber nur Fackel? Können wir Fackeln verwenden? Können wir den für was anderes sparen? Ja, ich wollte mal schauen, wie viel große Scherben. Ach. Und wie viel ist mein Knüppel? Stimmt, ich brauche kleine da erstmal. Na, die kann man dann hochleveln. Wenn man unten angekommen ist. Damit man eine schnellere Waffe hat für da unten. So kann man die große, gute Waffe für den Bossfight verwenden. Na, den gibt's immer noch da. Habe ich das jetzt zweimal das Schwert oder war das? Waren das zwei verschiedene? Ah, ich habe jetzt Großschwert und Ultra-Großschwert von denen. Kannst beide verwenden. Ja, glaub schon. Ja, aber die halten halt nichts aus. Das ist halt der Nachteil an den Waffen. Noch mehr Seelen. Oh, die Hellebarde.
Ja, sonst immer spiele ich mit dem Zweihänder und mit einer Hellebarde. Na, jetzt habe ich mal gedacht, komm, lass mal was anderes spielen. Waren hier nicht mal mehr, gehe ich, ne? Auf dem Weg. Jo, viel mehr. Wurde irgendwie einfacher. Ja. Ja, jetzt versuche ich was. Nee, verkackt bis jetzt. Da, sauber. Ich mach den kaputt in einem Schlag. Den Echt? Zionsritter. Ich hab zwei Backsets gebraucht. Ich habe einen Repost. Irgendwie gefällt mir die Waffe jetzt schon. Aber die wiegt leider Tonnen. Hast du einen Duftzweig? Duftzweig. Ja. Wo kriegt man da einen her? Sag, ob du einen hast. Nö, ich hab keinen. Ich hab einen. Wo hast Ich du den hab her? einen. Ich weiß es nicht. Ey, wo hast du den jetzt her? Hast du den schon bei der gekauft? Ja. Keine Ahnung. Hat er da jetzt echt irgendwo ein Item vergessen? Anscheinend. Komm her, Froggy. Steht einfach mal zum Master denn jetzt da drin. Ach, ich habe alle drauf einmal erwischt. Ja, da ist so eine Statue. Da brauchst du einen Duftzeiger, um die zu entsteinern. Und so einen habe ich leider im Moment nicht. Ich hab so einen. Ich weiß nicht woher. Ja, und da treffen wir jetzt erstmal auf die Lucatil. Das ist ein NPC, der kann dir bei Bossen helfen. Mal schauen, ob die noch da steht. Naja, bei mir steht sie irgendwie nicht mehr da. Kann sein, dass sie Ach so, woanders dann steht sie irgendwo hingeschickt wurde. anders. Na, das würde eigentlich jetzt erklären. Weil ich habe mich gerade gewundert, wieso ist sie jetzt nicht da. Na, dann leveln wir jetzt erstmal die Waffe auf. Ja, noch ein Schild. Wieso welches? Was machst du denn, Schild? Hast du das schon? Ja, hat er gerade getroffen. Du hast nur noch einen Blitzstein. Die kann ich mit denen kann ich mir dann leicht besorgen. Ja. Weil Level mit denen hoch. Damit man eine Stärkewaffe hat. Wo man auch einhändig führen kann. Ja, kann ich eigentlich mit dem auch. Nur das ist gerade das Problem, wenn man schnelle Waffen braucht. Wie im nächsten Level, finde ich. Und damit kann ich auch viel häufiger zuhauen. Und vor allem mehr Rüstung tragen. So. Schon mal Ringe equippen. Tun wir den weg. Irgendwie ist gerade mein Internet abgekackt. Wie hat sich rausgeworfen? Ich bin jetzt im Offline-Modus. Nicht, soll ich mal kurz warten.